Zum Beispiel zum Wasser muss man. Na gut, sehen wir. Wie mache ich Bananeneis, dass es zudem auch noch so cremig wird? Das fällt jetzt auch nicht ab vom Finger, das ist noch schön fest und eisig. Ja, ich packe das erstmal raus aus dem Behälter und dann tue ich neue Bananen rein und bin dann gleich wieder da. Also wahrscheinlich hat eh keiner so einen Mixer, das ist ein relativ alter von Ronic. Und bei dem ist es so, dass der eine ziemlich geringe Kraft oder Power hat, Wattzahl, Umdrehung. Und dadurch dauert das Ganze circa 5 Minuten oder 3 bis 4 Minuten. Mixt er da alles schön durch und dadurch entsteht dann die Cremigkeit, weil das so lange bei niedriger Umdrehung gemixt wird. Und beim normalen Mix hat man halt so Hochleistungsteile und sowas, dann wird das alles schön steif trotzdem, aber halt nicht so wirklich cremig, habe ich gemerkt. Und mit einem Standmixer geht das bei mir zumindest noch schlechter. So, jetzt packe ich einfach mal, beziehungsweise ich habe jetzt hier einfach Bananen eingefroren, einfach nur Bananen genommen, wenn die schon hier schön schwarz sind, die packe ich dann gleich auch in das Gefäß hier, wenn das leer ist. Einfach eingefroren, dann packe ich die einfach ganz normal in den Mixer und gebe etwas Wasser zu, weil der halt nicht so viel Leistung hat, dann braucht er das Wasser. Sonst kriegt er einfach so gefrorene Blöcke nicht rein. Das sind halt wirklich keine krass schnellen Umdrehungen. Man kann es natürlich auch vorher ein bisschen antauen lassen, also dass man die Bananen vorher schon rausholt, aber ein bisschen Wasser muss man, glaube ich, immer dabei geben. Kriege ich den Knubbel hier jetzt auseinander? Und ich mache dann halt nicht ganz voll, dann kommt er auch nicht so gut damit klar. Das waren jetzt 9 riesige Bananen und dafür brauche ich dann, muss ich ihn zweimal befüllen. Das dauert dann circa halt insgesamt 10 Minuten oder so, aber das ist auf jeden Fall wert. Und am Ende bleiben, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, halt circa 2 Stückchen so übrig. Boah, ist das kalt. Ich will halt nicht so groß da rein. Ungefähr 2 Stückchen bleiben übrig, weil er halt nicht so leistungsfähig ist. Aber das ist eigentlich auch nicht so schlimm. So. Ich gebe noch was mehr Wasser rein. So viel hatte ich auch vorhin ungefähr. So, würde ich mal kurz ändern. Problem ist, dass das von dem ersten Durchgang halt schon ein bisschen anschmilzt. Aber es schmeckt einfach so geil durch die Cremigkeit. Weiter weg, sonst komme ich da nicht ran. Das habe ich einen kleinen Fail gemacht, weil die
Bananen schon ein bisschen angetaut waren durch den ersten Vorgang, hätte ich jetzt nicht so viel Wasser nehmen müssen wie beim ersten Vorgang halt. Deswegen ist halt jetzt ein bisschen flüssiger. Ich weiß nicht, wie man fällt es sich auch schon ab, beim ersten Mal war das nicht so. Also muss man mit dem Wasser muss man echt rausfinden. Ist halt auch hier nach Mixer halt anders. Und ist dann, glaube ich, wirklich besser, wenn man die Bananen erst ein bisschen antauen lässt, dann braucht man nicht so viel Wasser nehmen. Ja, das ist dann jetzt circa eine Mahlzeit mit dem anderen zusammen. Und mehr braucht es auch gar nicht. Einfach nur Bananen in den Mixer und mit dem Wasser halt gucken, falls man überhaupt Wasser braucht. Im Hochleistungsmixer braucht man den nicht. Einen Stabmixer kann ich persönlich nicht empfehlen. Höchstens zur Not. Alles klar, bis dann.